Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben den 17. Juli, es ist 17.28 Uhr. Diesen Film mache ich das erste Mal mit dem Laptop. Ich habe jetzt alles fertig eingerichtet. Der Hintergrund der Idee ist, dass ich möchte gern wieder mehr reisen. Ja, mir geht das Wetter hier langsam auf den Geist. Ich will mir mal Afrika anschauen und was auch immer. Und deswegen mache ich diesen Film als Test, ob das wirklich von Schärfe, Sound und allem richtig gut rüberkommt. Weil dann habe ich überhaupt kein Problem, einfach einen Laptop mitzunehmen, mich irgendwo im Zelt zu setzen und dann die Analysen zu machen. Das würde mir ein erhebliches Stück Freiheit bringen. Deswegen, also müssen jetzt bitte nicht alle einen Kommentar loslassen. Es reicht, wenn das zwei machen und dann macht er einfach ein Like dran. Wenn er sagt, ja, ist gut, alles fein, oder er sagt, nee, mich hört man gar nicht. Dann müssen wir gucken, ob das so richtig ist und was ich da anders einstellen soll, bevor ich zum DAX komme. Ganz komische Woche. Also erstmal fing es an mit Burberry. Dann die ganzen Luxusmarken einmal querbeet durch. Boss runter, LVMH, Kering, Essilor. Ich glaube, das Einzige, was sie enthalten hat, das ist Richemont. Alles erstmal runter. Und dann kamen die Jump Trades. Gut, da ist das Attentat. Es tut mir leid für ihn. Und jetzt hat er den Vizepräsidenten vorgestellt. Meine Güte. Also, was da auf uns vorkommt, das wird schon was. Mir fällt, was Jump Trades eingeht, Folgendes auf, dass heute, eigentlich schon seit gestern so Werte wie Supermicro, Nvidia, First Solar, Meta-Plattform, Amazon, Apple, auch ein bisschen die Tesla und Microsoft, Alphabet, dass die alle eher mal verkauft werden. Die sind über Nacht nicht schlechter geworden. Meiner Meinung nach werden hier einfach mal ein paar Chips vom Tisch genommen, um Geld zu haben für die Werte von der dritten Reihe. Und das sieht man, der Markus Koch hat das gestern auch gesagt, oder vorgestern, ich weiß nicht wann, dass das Geld in Werten der dritten Reihe, das sieht man am Russell 2000, eingesteckt wird. Der ist 11, ich glaube 8% gestiegen in 5 Tagen. Der Russell 2000. Das ist also wirklich ein breit gefasster Index. Ja. Man sieht es auch, Berkshire Hathaway, wo sind sie jetzt im Moment? Die sind bei 405, All-Time-High. Der Dow Jones steigt. Heute geht der Standard mal ein bisschen runter. Dow Jones ist besser, also die, nennen wir es mal Old Economy, die sind besser und der Nasdaq fällt dementsprechend. Der Spread, den ich immer wieder anspreche, Spread Nasdaq DAX, war gestern bei 1950 und ist heute unter 1500. Das Ding ist eine Spielwiese, da brauche ich einen DAX nicht alleine. Unfassbar. Und ich meine, man kann es daran sehen. Im Netz gibt es ganz viele Ausarbeitungen. Ich habe jetzt auch ein paar gelesen, zum Beispiel eine von Goldman Sachs. Was passiert, wenn Trump gewinnt? Da fallen immer wieder so Begriffe wie Deregulierung, das würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen. Steuererleichterung würde ich mir in Deutschland auch wünschen, aber wir zahlen ja viel, viel mehr als die Amis. So, Zollerhöhung. Wir wurden ja gezwungen, mehr oder weniger als Strafe, und das werden wir auch mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal, weil wir ja mit den bösen Chinesen Handel treiben. Und das ist nun mal die Volkswirtschaft, mit der wir am meisten machen, gefolgt von Amerika. Und da müssen wir jetzt also Zölle erhöhen. Das ist nicht schön, das ist nicht richtig. Das will ich mir von keinem vorschreiben lassen. Das muss unsere Regierung, die muss das selbst entscheiden. Aber das sind so Begriffe, die jetzt immer wieder rumgehen. Der neu ernannte Vizepräsident, also ich habe von dem Typ vorher nie was gehört, aber da haben sie anscheinend auch alle ein bisschen Angst vor. Was passiert denn? Das Verhältnis zu Europa wird angespannter. Amerika lebt mehr in der Isolation. America first. Das heißt zum Beispiel, die Autoindustrie wird angeschoben und die ausländischen Autos, das ist nicht nur die chinesischen, sondern auch die europäischen, die werden erstmal höher besteuert, dass sie teurer werden. Tja. Also ich glaube, wenn sich einer so einen teuren Mercedes leisten kann, sind ihm zwar die Zölle egal, aber in Thailand zum Beispiel ist es, soweit ich weiß, 100%. Ja, da kostet so ein Auto nicht, was weiß ich, 120.000, sondern 240.000. Tja, weiß nicht. Also auf jeden Fall, das Verhältnis zu Europa wird angespannt werden. Die Ukraine, die muss zusehen, dass sie Land gewinnt, weil das wird nicht mehr unterstützt. Tja, und jetzt hat er vorhin, also er, Trump, das erste Mal gesagt, ja, wenn wir Taiwan schon beschützen sollen, dann müssen sie auch bezahlen. Ich kann das irgendwo verstehen. Aber bis so ein Bezahlprozess durchgesetzt ist, das wird dauern. Also was uns da, für mich ist das eine ganz sichere Sache. Ich glaube für jeden, dass der Trump das Ding gewinnt, der kann sich mit Melania auf die Couch setzen und die Simpsons anschauen. Der muss überhaupt keinen Wahlkampf mehr machen. Der hat das Ding im Sack. Die Frage ist nur, kommt er über 60 oder vielleicht sogar über 70%? Und dann hat er carte blanche. Der kann machen, was er will.
Da kriege ich echt ein bisschen Angst in den nächsten 4 Jahren. Gut, muss man sich anschauen, aber das sind halt die Trump-Trades, also die stark gestiegenen Werte raus und die Werte der zweiten, dritten Reihe mal kaufen. Für Deutschland finde ich, also jetzt für die nächsten 4 Jahre, finde ich, die Autoindustrie wird darunter leiden. Ich kann mir auch vorstellen, die Pharmaindustrie, aber sowas wie Deutsche Telekom, die machen heute das Hoch seit 22 Jahren. Über T-Mobile sind die von Steuererleichterung, Deregulierung auch direkt betroffen, im positiven Sinn. Also das wird schon hochinteressant. So, und jetzt gucken wir mal hier auf den DAX. Achso, das wollte ich noch nachreichen hier. Das ist der Russell 2000. Ja, das waren 3 Monate. Also das hier sind, das komplette sind 3 Monate, das sind die letzten Tage. Ein Wahnsinn. Ja. Gut, der DAX. Also ich fand's, der hat eine sensationelle Chance gehabt, über Freitag, das ist der Freitagsschluss hier, dass er endlich dieses High rausnimmt, ähnlich wie der Dow. Und der Dow hat ja auch dann gleich zugelegt. Der hat jämmerlich versagt. Heute, und deswegen mag ich die 20-Tage-Linie so, also als gleitenden Durchschnitt, nicht als EMA, sind wir, wieder haben wir da genau wieder drauf aufgesetzt. Und wo ist denn jetzt mein, hier ist mein Kreuz, ja, hier so bei 18.361. Der darf dann ein bisschen drunter gehen, das ist überhaupt kein Problem, aber wir sind vom oberen Band wieder auf die Mitte. Das hier ist für mich die erste Unterstützung. 18.218 kommt durch dieses kleine Zwischentief und hier wird es auch nochmal bestätigt. Und das ist die zweite für mich sehr, sehr wichtige nach wie vor, die 17.952. Im Moment sind wir in der Mitte des Bandes. Jetzt hier um 17.35 handeln wir bei 18.439. Sind also ein bisschen höher jetzt wieder, konnten uns davon lösen. Ob das jetzt wieder sowas hier wird, das vermag ich momentan nicht zu sagen. Denn das MACD ist bei mir hier negativ in allen Bereichen. Und die Low-Stochastik auch. Ist das die richtige? Sind wir hier im Tag? Ja. Das ist alles für mich momentan nicht so toll. Es ist echt schade, dass er diese Vorlage hier, ein Elfer ohne Torwart, nicht genommen hat. Das muss ich schon sagen. Das heißt, dieser Bereich wird immer schwieriger, den zu durchbrechen. Das heißt jetzt nicht, dass man die Hütte beleihen muss und Short gehen soll. Aber es wird einfach schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Und dann vielleicht in Zukunft mal auf die Werte achten, die von Trump eher profitieren könnte, wie zum Beispiel Deutsche Telekom. Ich gucke nochmal mit euch hier auf den 4-Stunden-Chart. Ja, da haben wir hier einen schönen Hammer. Der war um, wann war denn der? Um 12 Uhr. Das hat er soweit gut gemacht. Auf das oder unter das untere Band und geht dann auch wieder hoch. Das heißt, das ist jetzt auch so eine kleine Zwischenunterstützung bei 18.343. Von der Technik hier über Stochastik ist in Ordnung. MACD kann nach dem Hintergrund hier kein positives Signal liefern. Ich gehe mal zurück auf den Tag wieder, dass ihr euch das noch ein bisschen anschauen könnt. So. Ich habe die gleichen Scheine genommen wie letzte Woche. Ich habe Calls, die weit weg sind, unter dieser Unterstützung hier, unter dem unteren Band, dieser 17.665er. Aber ich habe auch einen mit 18.100, da sind wir hier. Das ist, also da, 52er Hebel, das ist eine ganz heiße Option. Das ist wirklich mal, wenn er einmal durchgereicht wird und man hat dann halt den Mut zu sagen, oh komm, hier, wir haben ja eine Viertelstunde, Halbstunde, irgendwo ein Dreh in der Technik, da kann man es ausprobieren, deswegen lass den drin. Von den Puts bin ich weiterhin ein bisschen weiter weggeblieben, ja, 19.200 und 19.519. Also der Markt hat da jetzt mal eine Story, die er spielen kann, außer Zinsen hoch oder runter. Das ist morgen, glaube ich, wieder die EZB. Was würde mich echt wundern, wenn die da nochmal die Zinsen senkt. Ich glaube nach wie vor, das war zu schnell, zu viel. Das hätte sie nicht machen müssen, das gute Christine. Aber gut, sie hat es gemacht. Oder der EZB-Rat hat es gemacht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und vergesst bitte nicht mehr zu sagen, ob die Akustik und visuell, ob das alles in Ordnung ist. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.